Ground and pound. Ground and pound. Hey Fightfans, GNP Radio ist zurück, heute mit einem Rückblick auf UFC 183, Anderson Silva vs. Nick Diaz. Mein Name ist Moritz Binder und bei mir ist GNP-Redakteur Alexander Petzl-Gligoria. Servus. Die Spinne und Stocktons berüchtigster Sohn standen sich gegenüber, außerdem gab es noch schwere Enttäuschungen auf der Waage und ein paar Underdogs konnten überzeugen mit ihrer Leistung. UFC 183 hatte also viel zu bieten, was waren deine Highlights? Oh, Highlights gab es viele eigentlich. Ich fand, das ganze Event war eigentlich ziemlich gut. Dafür, dass es ja wirklich so ein bisschen unter einem schlechten Stern stand, also vor allem nach Freitag, das war ja, was da auf der Waage abging, muss man auch dazu sagen, echt die Härte. Dann am Samstag, kurz bevor es losgehen sollte, noch diese Hiobsbotschaft, dass auch Jimmy Hettis gegen Diego Brandao plötzlich von der Card weggefallen ist, weil Hettis wohl beim Einbandagieren der Hände irgendwie so ein Muskelzucken in der Hand gespürt hat, was er nicht kontrollieren konnte und deswegen erstmal vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht wurde. Aber danach war es eigentlich, ging es eigentlich ziemlich gut los, muss ich sagen. Also Thiago Santos hat eine gute Leistung gezeigt, Derek Brunson mit einem sehr schnellen K.O. gegen Ed Herman und abgesehen von Ildemar Alcantara gegen Richardson Mojera war eigentlich das Vorprogramm wirklich sehr gut anzuschauen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es tut mir auch ein bisschen leid um den Kampf mit Jimmy Hettis und Diego Brandao, da hatte ich mich auch drauf gefreut. Aber ja, das haben wir halt leider ab und zu und mal schauen. Ich denke mal, die UFC wird den Kampf wahrscheinlich auch versuchen, möglichst bald nochmal zu buchen und der wird uns wahrscheinlich nicht vorenthalten bleiben. Und ja, wie gesagt, die Geschichte mit der Waage, das ist natürlich super ärgerlich, vor allem wenn man darüber überlegt, was für Konsequenzen das noch alles nach sich ziehen wird. Aber darüber werden wir noch zu Genüge sprechen. Lass uns doch direkt erstmal mit dem Hauptkampf des Abends anfangen. Anderson Silva gegen Nick Diaz. Ein Kampf, auf den sich natürlich viele Fans sehr, sehr gefreut haben. Der Kampf wurde mit viel Spannung erwartet und natürlich waren da sehr, sehr viele Fragen, die da zu klären waren. Anderson Silva nach seiner Beinverletzung, wie kommt er zurück? Nick Diaz hat überhaupt eine Chance gegen den greatest fighter of all time. Und ich denke mal, man kann auf jeden Fall sagen, der Kampf ist sicherlich nicht so gelaufen, wie sich die meisten gedacht haben, aber unterhaltsam war es dennoch. Ich denke, das kann man so unterschreiben auf jeden Fall. Also es wurde ja viel spekuliert, wie beide den Kampf gestalten würden, wie viel Nick Diaz wirklich da auch herumtrollt, um es mal so zu sagen. Ich glaube, in der Hinsicht haben sich unsere Erwartungen wirklich mehr als erfüllt. Also vor allem das, was er in der ersten Runde abgezogen hat, das war einfach super unterhaltsam. Ich bin ja kein sehr großer Freund von ihm eigentlich, aber das sich da einfach so hinzustellen und hinzulegen dann während der ersten Runde, dann an den Käfig zurückzuweichen und so diese typische Anderson Silva Bewegung nachzuahmen oder sich da einfach in so einer Pose hinzustellen und zu warten, dass der Gegner kommt. Aber das war schon groß, das muss ich wirklich sagen. Das ist dafür ist Nick Diaz bekannt, aber so in dem Ausmaß hat man es wirklich, glaube ich, noch nie bei ihm gesehen. Ja, also wie gesagt, also freut mich, dass du es auch so siehst. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Also ich meine, da sind bei vielen Leuten wahrscheinlich echt die Münder offen gestanden, weil wie gesagt, von Nick Diaz erwartet man ein gewisses Maß an solchen Geschichten, aber sich gegen den ehemals besten Kämpfer aller Zeiten einfach auf den Boden zu legen und seinen Rücken anzubieten etc., das ist sowas von kurios und schon leicht geisteskrank, dass man einfach nur unterhalten sein kann, weil das war einfach große Klasse, was Nick Diaz hier gezeigt hat. Allerdings im Endeffekt, das sind halt dann doch auch nicht die Sachen, die einem den Kampf gewinnen und ich denke, Nick Diaz war zwar nach dem Kampf relativ sicher, dass er den Kampf gewonnen hat, aber wie gesagt, er hat zwar viel getan, aber nicht allzu viel, was jetzt effektiv war, aber im Endeffekt, ich habe jetzt auch nicht während dem laufenden Kampf Runde für Runde gewertet, war dann aber sehr sicher, dass Anderson Silva im Endeffekt den Kampf gewonnen hat. Und Nick Diaz sieht es natürlich anders, aber ich denke, die meisten Leute sind sich schon sehr sicher gewesen, dass Anderson Silva hier den Kampf gewonnen hat. Ja, also ich kann nicht verstehen, wie er sagen kann, er hat jede Runde gewonnen. Natürlich war er der Aggressor und ist nach vorne gegangen, liegt aber auch daran, dass der Anderson Silva natürlich halt ein typischer Counterfighter ist, also die Gegner immer kommen lässt und er hat halt keine wirklich harten Treffer gelandet. Also er hat schon Anderson Silva gut eingeschränkt, vor allem wenn Silva mal
bisschen nach vorne geprescht ist und auch mal sein eingesprungenes Knie gebracht hat, um dann in die Nahdistanz zu kommen, da hat Silva auch wirklich Treffer nehmen müssen. Also mehr Treffer als sonst, das muss man auch dazu sagen. Das hat mich wirklich ein bisschen überrascht, wie viel er da einstecken musste. Aber alles in allem fand ich, dass Anderson Silva wirklich während der gesamten 5 Runden vielleicht, man kann über die Runde 4 diskutieren oder vielleicht über die dritte, vielleicht auch über die zweite. Es war alles ein bisschen knapp in der Mitte des Kampfes so ein bisschen, aber die Tendenz war bei mir zumindest immer zu Silva. Also der ist zwar permanent im Rückwärts dran gewesen, ist immer rumgezirkelt um Diaz, aber hat trotzdem gepunktet, hat seine Legkicks abgefeuert, wobei ich auch da sagen muss, dass es mich sehr gefreut hat, dass er wirklich Vertrauen hatte in sein linkes Bein und da auch wirklich nicht zurückgehalten hat. Hat mit dem Jabs hervorragend gearbeitet und ist auch teilweise in die Nahdistanz gegangen, freiwillig, und hat dort ein paar Treffer gelandet und ist dann wieder zurückgewichen. Einfach auch, denke mal, auch weil er respektiert hat, was für ein Kinn Nick Diaz hat und auch, dass er diese Kombinationen, die Diaz abfeuern kann, innerhalb von Sekundenbruchteilen, die sind natürlich auch schon hart, die zum Körper und zum Kopf gehen. Das muss man nicht unbedingt haben die ganze Zeit. Von daher, ich fand die Strategie, die Silva gefahren hat, gut. Ich fand gut, dass er sich nicht eingelassen hat auf diese ganzen Mätzchen. Und ich fand auch, dass er wirklich jede Runde, ich sag mal, bestimmt hat und auch fast jede Runde gewonnen hat. Also ich hatte jetzt 49-46 am Ende und die vierte für Diaz, weil er da auch mal ein bisschen wirklich auch aktiver war und wieder mehr hinterhergegangen ist und auch mehr gelandet hat, der Treffer. Aber wie man sich nachher hinstellen kann und sagen kann, ich habe jede Runde gewonnen, also das erschließt sich mir nicht. Und das ich weiß nicht, das macht ihn dann auch so ein bisschen unsympathisch in meinen Augen, weil auf der einen Seite kann er nicht so wie er sich immer so schön darstellt, der große, böse Motherfucker aus Stockton sein, aber dann heult er jedes Mal rum nach einem Punktentscheid, dass er doch eigentlich gewonnen hätte und sowas. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das, ja, finde ich dann irgendwie komisch. Und genauso in der letzten Runde hat er dann wieder angefangen, da ein bisschen rumzuspielen mit Silva, und jeder, der den Kampf aufmerksam beobachtet hat, der wusste, dass Diaz da mindestens mal 3-1 zurücklag, was Runden angeht, und da muss man sowas eigentlich nicht mehr tun. Ich finde, er hat sich da auch ein bisschen selbst den Kampf gekostet, er hätte mehr machen können. Silva war bestimmt schlagbar an diesem Abend, aber Diaz hat sich halt mehr auf diese ganzen Show-Einlagen da versteift, anstatt wirklich ein bisschen Druck zu machen, weil wenn er mal wirklich sein Volumen abfeuert, wenn er Druck macht, den Gegner permanent an den Käfig drängen kann und dann seine Kombination anbringt, dann wird es gefährlich, und das hat er halt in diesem Kampf einfach nicht gezeigt. Ja, also ich denke, es ist keine Neuigkeit, wenn man wirklich sagt, dass Nick Diaz einfach einen sehr, sehr eigenen Charakter hat. Er ist wirklich ein ganz eigener Typ. Und das ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Ich meine, das ist der Grund, weswegen er sich so viele Fans über die Jahre angesammelt hat. Er ist halt wirklich er selber. Man weiß so ein bisschen, was man von ihm zu erwarten hat. Und das ist aber auch so ein bisschen das, was ihm oftmals dann ein bisschen in die Parade fährt. Denn jetzt gerade auch zum Beispiel einfach aufgrund seines Kampfstils, wenn man ihm zusieht und man weiß einfach ungefähr, was er jetzt in dem Kampf noch bringen wird, und wenn er einfach im Rückstand ist und nichts an seinem Kampfstil ändert, dann wird es halt eben so weiterfahren, und das ist ein bisschen deprimierend, aber wir bekommen von Nick Diaz genau das, was wir erwarten, und das ist auf jeden Fall Unterhaltung. Das ist ein sehr individuelles Verhalten, will ich mal sagen, und wie gesagt, mir ging es teilweise ähnlich wie dir über die letzten Jahre, dass ich Nick Diaz Verhalten nicht ganz verstanden habe, aber das habe ich mittlerweile über Bord geworfen. Ich nehme Nick Diaz einfach, wie er ist. Er ist ein verrückter Typ, der halt echt so in seiner ganz eigenen Welt lebt, der sein Ding durchzieht, und auch wenn er vielleicht die ein oder andere Sache sagt, die ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann oder wo ich auch nicht übereinstimme, er ist trotzdem ein klasse Typ, ein super Kämpfer. Er ist zwar ein bisschen eindimensional, fährt einfach seine Schiene, aber er ist unterhaltsam, kann man sagen, was man will, und den Kampf, den hat er auf jeden Fall mitbestimmt, hat wirklich sehr schöne Sachen auch gezeigt und einfach, wie gesagt, seine ganzen Mätzchen, die er da macht, und einfach auch so ein bisschen Anderson Silva auf den Arm nimmt, das war Unterhaltung pur, und im Endeffekt war ich jetzt auch nicht traurig, dass es nicht so gekommen ist, wie ich eingangs mir gedacht habe. Ich habe in der letzten Sendung ja gemeint, Anderson Silva durch TKO in Runde 4, das war natürlich überhaupt nicht der Fall, und als der Kampf hier begonnen hat, dachte ich auch, oh mein Gott, warum habe ich so einen komischen Tipp abgegeben, der Kampf, oh mein Gott, der wird in Runde 1 oder 2 zu Ende gehen,
gesehen, so gespannt war ich dann, aber dass es dann tatsächlich über die 5 Runden gegangen ist und dass es dann so verlaufen ist, wie es ist, im Nachhinein, ich bin wirklich froh drüber. Es war cool, beide zu sehen. Es war schön zu sehen, wie Anderson Silva zurückgekommen ist und wie die ganzen Emotionen aus ihm herausgebrochen sind nach dem Kampf, wie er sich darüber gefreut hat und auch, muss ich auch sagen, wie Nick Diaz sich Anderson Silva gegenüber verhalten hat. Vor dem Kampf, nach dem Kampf, war er wirklich sehr, sehr, sehr untypisch für Nick Diaz. Er war sehr, sehr höflich zu Anderson Silva, sehr respektvoll, und das sieht man jetzt nicht ganz so häufig bei Nick Diaz, aber ich finde, das war auch eine schöne Seite, das mal von Diaz zu sehen. Von dem her, für mich war es einfach rundherum ein Wohlfühlkampf. Man hat beide gesehen, keiner wurde jetzt hier ausgenockt auf brutalste Weise, keiner hat sich das Bein gebrochen etc. Man hat einen schönen Kampf gesehen, unterhaltsame Momente. Von dem her muss ich sagen, der Hauptkampf für mich war nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, aber dennoch hatte mir all das gegeben, was ich mir wünsche, und deswegen war das für mich ein super Main Event, und ich hoffe, dass jetzt auch beide Kämpfer nach dem Kampf schauen, wo sie stehen. Ich denke, sowohl Anderson Silva als auch Nick Diaz, da wird öfters die Frage gestellt, sehen wir die noch? Ist das jetzt der letzte Kampf? Ist das jetzt der Kampf, wo sie sagen, okay, es ist genug, ich hänge meine Handschuhe an den Nagel? Ich denke mal, bei Anderson Silva ist das ein sehr konkretes Problem. Sehr gut möglich, dass es der letzte Kampf war. Bei Nick Diaz glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Der ist einfach zu eingefleischt. Der ist zu sehr der Stockton Boy, der einfach aufs Kämpfen steht. Von dem ich denke, Nick Diaz werden wir auf jeden Fall sehen. Aber bei Anderson Silva, wie gesagt, da ist man sich einfach noch nicht sicher. Ja, vor allem ist Nick Diaz gerade mal 31. Also der ist zwar schon seit Ewigkeiten dabei, aber er hat einfach schon so jung begonnen. Und wenn er jetzt auch wirklich im Mittelgewicht ein bisschen antreten kann, das ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht. Das Weltergewicht ist ja seine natürliche Gewichtsklasse, aber er hat schon mal im Leichtgewicht gekämpft und eben jetzt auch im Mittelgewicht, auch bei Strikeforce noch. Da gibt es auf jeden Fall einige schöne Matchups, die man mit ihm machen kann. Man muss halt Gegner finden, die jetzt nicht, also ein Chris Weidman zum Beispiel ist ja für ein Mittelgewicht schon sehr massig, und solche sollte er deutlich vermeiden. Aber es gibt auf jeden Fall noch genügend Gegner im Weltergewicht, nur Nick Diaz hat gesagt, er kämpft nur um Titel oder mit den richtig großen Namen. Da passt dazu, dass er jetzt auch bei der Gage hinter Anderson Silva die zweitgrößte hatte mit einer 500.000 für den Kampf. Da muss man dann schon einen Gegner für ihn finden, wo sich das dann auch in den Pay-Per-Views widerspiegelt. Also jetzt, ich sag mal, ein Tarek Zafedin oder Matt Brown braucht man ihm jetzt nicht gegenüberstellen. Ich glaube, das zieht da zu wenig, sondern er braucht halt wirkliche gute Matchups, und da ist halt dann einfach das Problem im Weltergewicht momentan, dass es da, glaube ich, recht wenig gibt für ihn, außer vielleicht Nullkampf gegen Carlos Condit. Oder vielleicht, falls Robbie Lawler seinen Titel verlieren sollte, dass man da nochmal einen Rückkampf macht zwischen den beiden, weil den ersten hat ja Diaz gewonnen, auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre her ist. Ja, also ich finde, sowohl Anderson Silva als auch Nick Diaz sind jetzt irgendwo an den Punkt angekommen, wo ich für die nicht wirklich Kämpfe sehen möchte, wo es darum geht, möglichst schnell die Ranglisten hochzuspringen und einen Titelkampf zu bekommen, denn es hieß ja, Anderson Silva bekommt nach dem Kampf hier, wenn er sollte ihn gewinnen, einen Rückkampf gegen den Champion Chris Weidman, aber das will ich absolut nicht sehen. Also das interessiert mich nicht. Da möchte ich lieber wirklich Kämpfe sehen, wie wir es jetzt auch schon öfters mal hier im Radio besprochen haben, bei einfach Kämpfern, die schon, ja, eher am Ende ihrer Karriere sind, aber die schon, ja, die wirklich einfach ihren Legendenstatus sich erarbeitet haben, und die will man nicht gegen die absoluten Top-Kämpfer sehen, gegen die sie halt wohl kaum eine Chance haben, sondern da möchte ich einfach Matchups sehen, die zu diesem Zeitpunkt Sinn machen, die für die Fans ein schöner Kampf wären. Und das ist dann zum Beispiel auch der Fall für Nick Diaz, finde ich, denn da würde ich zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt wollen, dass der sofort wieder in Richtung Titelkampf gedrückt wird, sondern da haben wir jetzt auch gesehen gehabt, dass zum Beispiel Michael Bisping hatte einen Kampf gegen Nick Diaz gefordert, was ich sehr, sehr cool finden würde. Das wäre dann natürlich ein Mittelgewichtskampf, und ich muss sagen, Nick Diaz hat jetzt hier im Mittelgewicht eigentlich ganz ordentlich ausgesehen, und ein Kampf mit Michael Bisping fände ich ideal, denn beide haben auf jeden Fall den Wunsch, im Stand zu bleiben. Beide sind nicht auf den Mund gefallen, und ich denke mal, das wäre ein klasse Kampf und auch ein Kampf, der jetzt nicht direkt irgendwo darauf abzielt, einen Titelkampf zu produzieren, sondern eben wirklich die Fans unterhält, und das ist eigentlich genau das, was solche Kämpfer wie Anderson Silva und Nick Diaz eigentlich mittlerweile darstellen. Ja, also bei Anderson Silva und dem Titelkampf gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube auch nicht, dass Anderson Silva den Titelkampf haben will unbedingt. Ich glaube, also wahrscheinlich würde er ihn schon annehmen, wenn er ihm angeboten würde für die richtige Börse, aber ich
denke mal, er ist clever genug, um zu sehen, dass er, glaube ich, an Chris Weidman in seinem aktuellen Stand nicht mehr vorbeikommt. Wenn man sieht, wie er gegen Diaz in den Käfig gestiegen ist und wie viele Treffer er genommen hat, vor allem, wie gesagt, in der Clinch-Distanz oder in der Nahdistanz, das ist gegen jemanden wie Nick Diaz, der jetzt nicht so die Mega-Power in seinen Fäusten hat, ist es in Ordnung, es ist vernachlässigbar, das kann man überstehen, aber schon beim letzten Mal war es so, dass ihn Whiteman mit einer Rechten im Clinch zu Boden geschickt hat und das ging ziemlich einfach für den. Whiteman ist halt einfach ein Biest in der Gewichtsklasse, also physisch top für das Kampfgewicht. Und ich glaube, dass Anderson Silva da einfach nicht gut rauskommen würde. Er ist jetzt schon 39 und wird im April, glaube ich, 40. Und ich denke mal, er sollte so ähnlich wie Matt Hughes damals einfach so eine Art Rücktrittstour machen und sich einfach noch die besten Matchups für ihn raussuchen. Und für mich geht's eigentlich, ich würde ihn noch gegen drei Gegner eigentlich ganz gerne nochmal sehen oder gegen vier maximal. Ich würde einen Rückkampf gegen Vitor Belfort gerne sehen, weil ich glaube, dass das ein ganz guter Kampf wäre. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn vielleicht nochmal gegen Dan Henderson stellt. Das wäre auch eine ganz nette Sache. Vielleicht so wirklich als Abschiedskampf in Brasilien oder sowas gegen Hendo. Und eigentlich gegen Michael Bisping würde ich Anderson Silva auch gerne sehen, weil dieses Matchup, wir sehen die zwei schon seit 10 Jahren in der UFC oder seit, bei Bisping sind es glaube ich 9 mittlerweile, oder 10, 9, auf jeden Fall lang genug sind die beiden in der UFC unterwegs. Bisping ist immer so ganz kurz vorm Titelkampf irgendwie gescheitert, das war mal Chael Sonnen und danach glaube ich Vitor Belfort und ein paar andere Kämpfer waren auch noch dazwischen, wo es wirklich kurz vor knapp war, dass er einen Titelkampf hätte bekommen können. Und ich glaube einfach, dass Bisping gegen Silva ein ordentliches Matchup ist. Und ich finde es einfach schade, wenn einer von beiden zurücktritt, ohne dass er dem anderen mal im Käfig gegenüber gestanden hat. Deswegen, das wären so die drei Gegner, die ich mir noch wünschen würde für Silva. Aber wenn er jetzt auch sagt, hier nach dem Kampf und der knappen Million, die er allein an Börse kassiert hat, ohne jetzt Pay-Per-View-Einnahmen da noch mit reinzunehmen. Wenn er da sagt, er, das war jetzt gut, er ist jetzt mit diesem Sieg, kann er jetzt ruhigen Gewissens abtreten, dann gönne ich ihm das auch auf jeden Fall, weil Anderson Silva hat genug gezeigt in seiner Karriere und dass er jetzt so zurückgekommen ist, ich glaube, das war für ihn auch sehr wichtig, das hat man ja gesehen an seiner Reaktion nach dem Kampf, wie viel Druck da auch von ihm abgefallen ist. Ich find's auch okay, wenn er dann nach so einer Leistung oder nach so einem Kampf dann sagt, okay, das ich habe es mir selbst bewiesen, ich kann es noch. Und damit gehe ich jetzt dann in den wohlverdienten Ruhestand. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Und wir alle wollen ja auch bei solchen Kampfsportgrößen wirklich, dass sie irgendwo mit einem Sieg aufhören. Und ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt auch ein schöner Moment gewesen, jetzt nachdem diesen zwei wirklich vernichtenden Niederlagen gegen Chris Weidman, wo er zum einen ausgenockt wurde und dem anderen sich sein Bein gebrochen hat auf diese brutale Weise, jetzt dann mit einem Sieg zurückzukommen, das ist fantastisch und das ist eigentlich genau das, was man sich auch wünscht, dass einer solcher genialen Kämpfer dann wirklich, ja, wie gesagt, mit einem Sieg nach Hause geht und damit seine Karriere beendet. Würde mich aber jetzt aber auch nicht allzu sehr dagegen sträuben, wenn jetzt da dann nochmal ein Kampf rausspringen würde. Vor allem gerade so das, was du angesprochen hast gegen Michael Bisping, das wäre natürlich, denke ich mal, sehr unterhaltsam. Aber ich denke mal, wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten. Anderson Silva hat im Nachgang ja gemeint, dass vor allem seine Familie mittlerweile doch sehr starken Druck macht und möchte, dass er aufhört. Und er persönlich möchte natürlich noch weiterkämpfen, er ist da noch drin, sagt er zumindest, aber wie gesagt, seine Familie möchte ehrlich gesagt, dass er damit aufhört und ich meine, er hat ja auch genügend Geld gemacht, er hat eigentlich Rekorde gebrochen, hat alles erreicht, was man erreichen kann und hat sich auch nichts mehr zu beweisen und da wären natürlich noch vielleicht ein paar lustige, unterhaltsame Matchups mit dabei, aber sein Legendenstatus da noch ja, zu vergrößern ist wohl kaum möglich mit dem, was mittlerweile hier noch im Mittelgewicht gegeben ist und wo er aktuell einfach steht. Aber das sind natürlich alles Fragen, die sich erst in den nächsten paar Monaten klären werden. Und ich denke, da werden wir auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten, was von Anderson Silva kommt. Und ich denke auch im Falle von Nick Diaz wird es jetzt wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir da was hören. Denn der hat sich ja jetzt vor dem Kampf auch eine ganze Weile rar gemacht. Und du hast ja auch schon gesagt, der sucht sich auch seine Kämpfe aus und nimmt nicht den Erstbesten, sondern schaut, wie er natürlich hier ein gutes Matchup bekommt und wie er möglichst viel Kohle machen kann und gut so, Nick Diaz weiter, finde ich gut, dass er das so macht. Er hatte mittlerweile halt einfach den Status, wo er es machen kann und ich denke mal auf jeden Fall, dass wir von Nick Diaz noch was sehen werden. Was dabei als nächstes kommt, das steht noch in den Sternen und ich denke mal, da werden wir, wie gesagt, auch noch eine Weile warten müssen. Aber
genug vom Hauptkampf. Die Karte hat ja auch so noch genügend geboten. Wie gesagt, wir hatten hier noch ein paar dicke Jungs auf der Waage. Da sollten wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, denn es kommt ja öfters mal vor, dass Leute auf der Waage versagen und ein bisschen zu schwer eingewogen werden. Aber das war jetzt bei dem Event besonders gravierend, denn beide Kämpfer wurden jetzt im Prinzip nach den Weigh-ins dazu verdonnert, diese Gewichtsklasse zu verlassen und mit dem nächst anstehenden Kampf dann eine Gewichtsklasse höher zu gehen. Da haben wir nämlich zum einen Calvin Gastelum, der ja hier im Weltergewichtskampf stand gegen Tyron Woodley. Es war auch der Co-Hauptkampf des Abends und er, Calvin Gastelum, hatte dann 10 Pfund zu viel auf der Waage, was natürlich schon sehr, sehr viel ist. Und nachdem er in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal Probleme auf der Waage hat, hat jetzt einfach Dana White gereicht und der schickt ihn jetzt ins Mittelgewicht hoch. Und ebenso hatten wir es da mit dem Kampf zwischen John Lineker und Ian McCall. Lineker hat ebenfalls das Gewicht nicht geschafft gehabt und nachdem bei ihm auch bereits da mehrfach die Problematik gegeben war, wird er jetzt auch verdonnert, eine Gewichtsklasse höher zu gehen, nämlich ins Bantamgewicht. Und das ist natürlich eine krasse Situation und vor allem bei dem Kampf zwischen Lineker und McCall ist besonders krass, denn Lineker hat es tatsächlich geschafft, McCall zu schlagen. Und McCall ist natürlich einer der absoluten Top-Leute im Fliegengewicht und Lineker ebenso. Jetzt hat er im Prinzip in dem Kampf hier einen der Top-Contender geschlagen, in Ian McCall. Kann aber damit nichts anfangen, denn er muss ins Bantamgewicht hoch und wie gesagt, das ist ein absolutes Chaos jetzt im Fliegengewicht, denn da fliegen die Contender weg, einer nach dem anderen. Das ist jetzt eigentlich eine total blöde Situation für die UFC und ich weiß auch gar nicht, wie die das jetzt anstellen wollen, denn das Fliegengewicht hat zwar wirklich ein paar Top-Talente, ist aber doch nicht so reich besetzt, dass wenn man hier zwei Leute rausnimmt, dass das nicht groß juckt. Das ist auf jeden Fall vernichten, es ist keine gute Situation und ich hoffe, dass die Situation sich bereinigen lässt. Mich ärgert's wahnsinnig, denn ich hätte gerne sowohl Lineker als auch Gastelum weiterhin in ihren Gewichtsklassen gesehen, denn beide sind Ausnahmetalente, aber haben es wohl einfach nicht drauf, was das Gewichtmachen angeht. Ja, und das ist halt echt ein bisschen schade. Also bei Lineker, das ist jetzt schon das vierte Mal, dass er das Gewicht nicht gepackt hat. Lustigerweise hat er danach jeden dieser Kämpfe gewonnen. Also scheint ein gutes Omen zu sein irgendwie. Dana White hat es auf der Pressekonferenz im Anschluss gesagt, das ist bedauerlich. Lineker besiegt einen Top-3-Mann der Gewichtsklasse, aber er wird nie einen Titelkampf bekommen. Weil das Problem ist ja nicht nur, für einen Titelkampf muss er nicht 126 Pfund schaffen, sondern 125 Pfund sogar. Also vor allem, wenn man dann auch hört, ich weiß nicht, wer es zuerst getwittert hat, ob es jetzt Ariel Helwani war oder ein anderer Journalist, Luke Thomas, keine Ahnung, wonach es hieß, dass Lineker schon während des Tages gemerkt hat, dass er es nicht schafft und einfach aufgegeben hat, irgendwie mitten am Tag. Also irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden vorm Weigh-In war er noch bei 130 und hat es einfach gesagt, okay, ich pack's nicht, ich gebe die Kohle ab, aber ich steige halt so auf die Waage. Und das ist sowas, wenn man dann es nicht wirklich bis zum Ende versucht, ich meine, klar, wenn Ärzte sagen, man sollte aufhören mit dem Cutten, ist es eine Sache, aber wenn ein Kämpfer von sich aus sagt, ich habe keine Lust mehr abzukochen, weil es mir zu dreckig geht oder weil ich keine Ahnung, weil es mir egal ist, ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat, das macht sich ganz schlecht. Eigentlich könnte die UFC ihn auch vor die Tür setzen, weil er ist unzuverlässig und das ist unprofessionelles Verhalten, was er an den Tag legt. Es ist halt wirklich einfach blöd für diese Gewichtsklasse, weil McCall ist jetzt halt, wäre ein Herausforderer gewesen für Demetrius Johnson, der steht jetzt schon wieder ohne da. Das, ja, was macht man jetzt mit ihm? Es gibt wirklich wenig Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Ein John Dodson, der ist, glaube ich, immer noch nicht ganz körperlich auf der Höhe, also ist noch verletzt. Benavides hat zweimal verloren. Moraga hat deutlich gegen ihn verloren. McCall hat jetzt gerade eben gegen ihn verloren. Also bleibt eigentlich nur jemand wie Julian. Ja, genau. Bei dem ganzen Hype der Iren wäre das doch sogar wahrscheinlich, dass sie dann Demetrius Johnson nach Irland schicken und gegen Houlihan antreten lassen. Ja, ja, Neil Seary hat auch gemeint, er würde antreten. Ist klar, Jungs. Wie wär's mal mit erstmal einem Top-10-Gegner und danach reden wir weiter. Es gibt jetzt eigentlich momentan nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist Jussier Formiga. Der hat aber nur eine UFC-Bilanz von 3-2 und sah damals in den Kämpfen nicht wirklich herausragend aus. Auf der anderen Seite hat auch Chris Carriato einen Titelkampf bekommen. Also so viel schlechter ist das nicht. Oder eben Kyoji Horiguchi, aber der ist mir halt noch zu jung dafür. Also den würde ich halt gerne noch ein bisschen weiter normalerweise, also
Den würde ich gerne noch ein bisschen langsamer aufbauen, bis er wirklich dafür bereit ist. Horiguchi ist ein guter Kämpfer, klar, aber ich weiß nicht, ob er jetzt schon bereit ist für einen Titelkampf. Ja. Zum Kampf jetzt zwischen Lineker und McCall selber. Also, ich weiß auch nicht, was mit McCall da schiefgelaufen ist. Die erste Runde hatte er auf jeden Fall und in der zweiten sah es anfangs auch gut, bis er halt wirklich Kopf voraus in diese Guillotine shootet und fast zur Aufgabe gebracht wird, weil danach war es vorbei mit der Herrlichkeit. Danach hat Lineker komplett das Heft in die Hand genommen, hat seine Körpertreffer abgefeuert und seine harten Hände durchgebracht und McCall konnte zwar rumzirkeln, wie er wollte, aber wirklich viel Offensive kam da nicht mehr bei rum. Also ja, schade für ihn, schade für die Gewichtsklasse. Ist halt jetzt einfach eine dumme Situation. Ich bin gespannt, was die UFC tut. Wie gesagt, mein Tipp ist momentan Jussier Formiga oder man überredet Johnson irgendwie für irgendeinen Showkampf auf 135 Pfund hochzugehen und da was zu machen. Ja. Das wäre auch was. Ich meine, Uriah Fabers Gegner ist gerade ausgefallen. Das wäre doch mal ein Matchup, das die Leute bestimmt gerne sehen würden. Ja, also ganz ehrlich, es ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist vielleicht nicht die schlechteste Variante, denn wir haben jetzt in letzter Zeit wieder so viele Ausfälle von Kämpfern und dann haben wir hier auch noch das Problem, dass Demetrius Johnson als Champion der Gewichtsklasse einfach noch nicht den Status erreicht hat, den man gerne für ihn hätte. Er hat einfach noch nicht allzu viele Leute, die ihn unbedingt sehen wollen und gerade sowas da einfach ein bisschen rumzuspielen, vielleicht einen Kampf anzunehmen, eine Gewichtsklasse drüber oder Catchweights oder sonstiges und gerade mit jemandem wie zum Beispiel Uriah Faber, der einfach wirklich ein super Standing hat, der ein Fan-Favorite ist, der so viele Augenpaare anzieht, das wäre klasse, das wäre gut für Demetrius Johnson und ich denke, das ist einfach jetzt so die Schiene, die man aktuell einfach fahren muss, einfach weil es alles so ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Wir haben jetzt so viele Kämpfe, die ausfallen und ich denke, wenn einem sowas gegeben wird, dann muss man es ergreifen und wie gesagt, Demetrius Johnson scheint es ja nicht großartig zu stören, dass er noch nicht ganz dort ist, wo er gerne hin möchte, aber ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich auch viele Leute, die hinter ihm stehen und die ihm da vielleicht ja ein paar Tipps geben, dass er das vielleicht machen sollte, weil wie gesagt, ich fände das persönlich nicht schlecht. Ja, vor allem ist es jetzt auch nicht so, als ob Johnson zum ersten Mal in Bantamgewicht kämpfen würde. Das Fliegengewicht gibt es jetzt auch erst seit knapp 3 Jahren in der UFC und davor war er auch ein ich sag mal, normales Bantamgewicht und hat ja bisher nur in 2 Kämpfen verloren. Das eine war eben Brad Pickett und das andere war Dominic Cruz. Also das sind Gegner, gegen die darf man auch gerne mal verlieren. Zumindest bei Cruz, bei Pickett damals war er eben noch nicht so weit vom Kämpferischen her, mittlerweile ist es ja anders. Ich würde ihn auch nicht chancenlos sehen, wenn er jetzt da irgendwie ein Top 5 Bantamgewicht bekommt. Abgesehen jetzt vielleicht mal von Dillashaw, sehe ich auf jeden Fall sehr gute Chancen, dass er da auch einen Kampf gewinnen würde. Und er würde auf jeden Fall seinen Wert steigern, weil wenn man über Johnson spricht, dann redet man immer von sehr sauberer Technik. Aber er schafft es ja einfach nicht, sich zu vermarkten. Und wenn er aber jetzt sogar nach einer Gewichtsklasse hochgeht, das zeigt ja schon, was für ein Typ er dann ist, auch dass er da so furchtlos daran geht. Ich glaube, das würde seinen Wert doch ein bisschen steigern. Ansonsten, wenn er wartet, dann kann es halt, also ja, es ist halt schwierig. Ich weiß nicht, was die UFC mit ihm vorhat. Wenn es wirklich darauf anlegt, könnte man auch Henry Cejudo in den Raum werfen. Also der ehemalige Ringer, der doch sehr hoch gelobt wird, der aber auch immer mal wieder Gewichtsprobleme hat und der es jetzt aber gegen Chris Cariasso nochmal im Fliegengewicht probiert bei UFC 185. Wenn er das gut schafft, kann ich es mir vorstellen. Ansonsten, ja, muss sich Johnson halt auf eine lange Wartezeit einstellen, aber ja, das wird er schon irgendwie überleben, denke ich mal. Ja, aber genug von den Fliegengewichten oder bei Lineker besser gesagt von den Bantamgewichten. Wir gehen mal zu den Frauen rüber, denn da war im Vorprogramm auch noch ein relativ wichtiger Kampf versteckt, nämlich Miesha Tate und Sarah McMahon. Und als du und ich darüber gesprochen hatten, da im Nachgang nach dem Event, hast du ja auch gemeint, ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen das Zeichen von der Karte. Wer in der ersten Runde gut ausgesehen hat, hat im Endeffekt den Kampf verloren. Denn genauso war es auch hier bei den zwei Frauen. Sarah McMahon hat in Runde 1 ja wirklich sehr, sehr gut ausgesehen, hat Miesha Tate hart zugesetzt und hat auch einen sehr, sehr harten Treffer gelandet. Und da hat Miesha Tate sich wohl auch ja ein Bruch der Augenhöhle zugezogen. Also hat auf jeden Fall in Runde 1 ziemlich, ziemlich übel einstecken müssen, hat es dann aber geschafft, in Runde 2 und 3 zu dominieren.
Und da muss ich auch wirklich sagen, Hut ab vor Misha Tate, das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass sie hier gegen eine doch relativ starke Sarah McMahon dann so auftritt und dann nach einer so schwierigen Runde 1 zurückkommt. Von dem her hat Misha Tate auch wirklich gut gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es mit Sarah McMahon weitergeht, denn die ist ja eigentlich doch eine sehr, sehr talentierte Athletin, hat jetzt dann aber auch in Vergangenheit den ein oder anderen Stolperer gehabt, auch jetzt in ihrem Kampf mit Lauren Murphy hat sie nicht wirklich gut ausgesehen. Ich denke, da fehlt einfach noch so ein bisschen die Erfahrung und einfach auch die Zeit im Käfig, denn was wir gesehen haben, sie hat auf jeden Fall Potenzial, ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, Misha Tate hat da einfach den Erfahrungsvorteil und war aber alles in allem ein unterhaltsamer Kampf, kann man nichts sagen. Ja, ich sehe es übrigens anders, also vor allem was das Potenzial von McMahon angeht. Die ist jetzt 34 und wenn man es, also wie man es schafft, als olympische Silbermedaillengewinnerin im Ringen, wie man es da hinbekommt, sich nicht Misha Tate vom Leib zu halten auf der Matte, das will mir einfach nicht in den Kopf. Also Tate hat die dritte Runde komplett in der Oberlage gelegen und McMahon hat nichts gemacht, um da rauszukommen oder hat nichts geschafft. Das verstehe ich ja einfach nicht. Ja, okay, Also wenn man da muss ich dir recht geben. Zumal, wenn ich es richtig gesehen habe, sie hat sich vor allem auch in der Unterlage dann teilweise auch in die falsche Richtung gedreht, was ich sehr merkwürdig fand. Aber ich glaube, das kommt vielleicht einfach daher, dass sich die Ringer sehr, sehr unwohl fühlen, in der Unterlage zu sein. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Ja, ich meine, sie kämpft jetzt seit 4 Jahren MMA. Also da sollte man langsam mal so ein paar Grundlagen, zumindest was das angeht, wie man aus der Unterlage arbeitet, sollte man drauf haben. Und ja, bei McMahon, die hätte auch gern Rückkampf gegen Ronda Rousey. So ist es ja nicht. Nur das wird jetzt auf jeden Fall sehr schwierig nach der Leistung. Auch gegen Lauren Murphy in ihrem Kampf davor sah sie nicht wirklich sehr gut aus. Ja, jetzt ist sie 2-2 in der UFC und der einzige wirklich deutliche Sieg war gegen Sheila Gaff, die, was das Ringerische angeht, halt nicht mithalten kann mit jemandem wie McMahon. Danach gegen Rousey ist sie K.O. gegangen, gegen Murphy gab es einen geteilten Punktentscheid, jetzt gegen Misha Tate hat sie auch wieder eine Punktentscheidung verloren und auch zu Recht verloren, obwohl sie wirklich in der ersten Runde sehr gut aussah, aber ab der zweiten war da irgendwie auch die Luft raus. Also ja, ich verstehe es nicht. Misha Tate, Hut ab, so zurückzukommen, das muss man erstmal so hinbekommen. Vor allem hat sie sich wahrscheinlich diesen Knochen ja schon in der ersten oder Anfang der zweiten Runde gebrochen bestimmt und hat dann auch trotzdem fast 10 Minuten damit weitergekämpft und auch dominiert teilweise. Also zäh ist sie schon, da kann man nichts dagegen sagen. Aber einen dritten Kampf gegen Rousey, den brauche ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube einfach, dass der Zug für Misha Tate abgefahren ist. Sie wurde zweimal sehr deutlich geschlagen. Und hat bisher eigentlich auch keine Anstalten gemacht, mir zu zeigen, dass sie sich jetzt so sehr verbessert hat, damit, dass es in einem dritten Kampf anders aussehen würde. Ja, also im Endeffekt kann Tate nur darauf hoffen, dass Ngannou jetzt Rousey schlagen wird, aber selbst dann, seien wir ehrlich, bei der Politik der UFC wird es wahrscheinlich ein sofortiges Rematch geben. Und ob dann Ngannou es schafft, Rousey nochmal zu schlagen, ist natürlich die Frage, von dem her hast du schon recht. Misha Tate hat ein schwieriges Standing in der Gewichtsklasse, aber ich denke, auch wenn es jetzt nicht zum Titelkampf kommen wird, gibt es ja noch ein paar ganz ordentliche Kämpfe, die bestreiten kann. Ja, also ich denke mal, dass sehr viele Frauen eigentlich darauf hoffen, dass Ronda Rousey irgendwann wirklich ins Filmgeschäft einsteigt. Für Misha Tate ein Rückkampf gegen Cat Zingano, das wäre eher was ich sehen würde. Es gibt dann noch einige, ja, jemand wie Alexis Davis vielleicht oder Sarah Kaufman könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht auch Amanda Nunes. Das Problem ist einfach, dass es jetzt bisher sehr wenige Frauen gibt, die danach rücken im Bantamgewicht. Also seit der TAF-Staffel ist die Hälfte wieder rausgeflogen irgendwie. Juliana Peña, die kommt jetzt erst wieder zurück. Die hat jetzt einen Kampf angesetzt für April gegen Milana Dudieva nach ihrem, ich glaube, Kreuzbandriss, den sie hatte. Ansonsten ist nicht viel übrig geblieben von der Staffel, das muss man auch mal so deutlich sagen. Also irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich mir mehr auf jeden Fall mehr darunter vorgestellt, als das, was jetzt wirklich auch in der UFC gelandet ist. Das wird im Strohgewicht wahrscheinlich auch nicht anders werden, befürchte ich. Also da muss die UFC auf jeden Fall noch nacharbeiten. Matchups gibt es genug, nur muss man die halt auch entsprechend vermarkten können. Und ja, also so einen Kampf hätte man auch gerne im Hauptprogramm zeigen können. Wir haben es ja im Vorfeld der Veranstaltung schon besprochen gehabt. Da muss man ein bisschen auf mehr, da muss mehr von der UFC kommen. Die vernachlässigen die Gewichtsklasse schon arg, habe ich das Gefühl. Also außer Rousey wird da niemand so wirklich in den Vordergrund gestellt, obwohl es da einige
Damen gibt, die es wirklich verdient hätten. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, ich glaube, jeder, der ein bisschen was von Standkampf versteht, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er so eine Leistung sieht wie bei vielen Frauenkämpfen. Ja, aber genug von den Damen. Wir haben noch jede Menge Action auf der Hauptkarte, denn da ging es schon sehr, sehr furios los im ersten Kampf, nämlich im Weltergewicht. Thiago Alves gegen Jordan Mien. Und der Kampf war genau alles, was ich mir erhofft hatte. Nämlich, was heißt, was ich mir erhofft habe, was ich mir gedacht habe. Gedacht und erhofft. Denn ich habe gedacht, dass Jordan Mien hier sehr, sehr stark sein wird und Thiago Alves auch wahrscheinlich besiegen wird. Aber da ich im Herzen dann doch ein Fan von Alves bin, hatte ich irgendwo gehofft, dass Thiago Alves siegen wird. Und im Endeffekt haben wir beides gesehen. Denn Jordan Mien hat in Runde 1 sehr, sehr stark ausgesehen, hat Thiago Alves gut zugesetzt und einfach auch gezeigt, was für ein starker Mann Mien mittlerweile ist. Im Weltergewicht ist er einfach auch einfach ein starker und vor allem auch massiver Kerl und hat auch mittlerweile einfach was das technische Striking angeht, sich so weiterentwickelt und sieht mittlerweile so gut aus. Da hatte es Thiago Alves auf jeden Fall wirklich schwer. Hat es im Endeffekt aber doch geschafft, in Runde 2 den Sieg zu holen, und zwar durch TKO. Er hat es nämlich geschafft, einen ziemlich, ziemlich harten Bodykick an den Mann zu bringen, der dann Jordan Mien auch auf die Knie gezwungen hat, und dann hat Alves relativ schnell den Sack zugemacht. Also für mich ein wunderbarer Kampf, denn man hat das Potenzial von Mien gesehen, aber Alves hat sich doch nochmal einen Sieg holen können. Von dem her, für mich war es ein wunderbarer Kampf. Ja, der war auch toll anzusehen, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass Mien wirklich so furios da startet. Aber die Hände, die er da verteilt hat, boah, das hat schon beim Zuhören wehgetan, ja, muss ich sagen. Also dieses Klatschen, da, ich glaube, Alves, der war da wirklich schon hart am Kämpfen. Und man muss auch sagen, dass die erste Runde wirklich ganz klar für Jordan Mien war. In der zweiten, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, diese Flugrolle zu machen durch das Oktagon, das verstehe ich nicht. Gut, ein bisschen Show muss sein, aber gebracht hat es wenig. Und ja, dann diesen Körpertreffer einzustecken, also ich glaube, da muss er einfach noch ein bisschen arbeiten, weil gegen Matt Brown hat er auch eigentlich in der Art und Weise verloren, also wurde er auch von Körpertreffern gut mitgenommen, bevor er dann von den Ellenbogenschlägen gefinisht wurde. Nichtsdestotrotz, Mien hat eine solide Leistung gezeigt, auf der kann man auf jeden Fall aufbauen. Und gegen Thiago Alves kann man verlieren. Der ist einfach so zäh und so erfahren, dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn er mal ein paar Treffer einstecken muss in der ersten Runde. Für ihn hat es mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das war wirklich gut. Und es hat mich auch gefreut, dass er mal wieder einen vorzeitigen Sieg bekommen hat. Es war schade für Mien, aber der hat auf jeden Fall noch eine große Zukunft vor sich. Und ich glaube, da gibt es noch einige sehr, sehr tolle Kämpfe, die man mit ihm machen kann, und für Thiago Alves, da bin ich ganz ehrlich, Brandon Thatch bitte als nächstes. Ja. Und zwar schnell. Ja. Ja, also da stimme ich auf jeden Fall zu, und ich denke auch nicht, dass Jordan Mien allzu viel verloren hat in dem Kampf. Wie gesagt, er sah ja sehr gut in Runde 1 aus. Dann kommen wir zum Kampf im Mittelgewicht, über den wir beide uns recht gut ausgelassen haben und von dem wir uns überhaupt nichts erwartet haben. Talis Leites gegen Tim Borch. Der war jetzt im Endeffekt dann doch besser als erwartet. War natürlich jetzt technisch nicht allzu präzise. Wir haben dann teilweise hier dann doch ein halbes Slugfest gesehen. Aber Talis Leites hat es dann geschafft, in Runde 2 einen Submission-Sieg einzufahren via Arm-Triangle-Choke. Hat es davor schon mal versucht gehabt, da hat es dann nicht ganz gepasst. Dann hat er es nochmal zu der Position geschafft, nachjustiert, und da hat man auch gesehen, Talis Leites weiß einfach, was er macht am Boden, und hat dann Tim Boach schlafen geschickt, war dann doch schon beeindruckt, dass Talis Leites es hier dann auf diese Weise geschafft hat, und ja, unterhaltsamer als gedacht, und Hut ab vor Talis Leites. Ja, definitiv, wobei man wirklich in Frage stellen sollte, ob er den richtigen Gameplan gefahren hat. Ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht, aber wenn er sich nachher hinstellt und sagt, ja, er wollte mit Tim Boach stehen, ob das jetzt so clever ist, das wage ich mal zu bezweifeln, weil er hat ja eigentlich auch wirklich teilweise sehr harte Treffer genommen, und obwohl obwohl Leites die Runde sehr stark begonnen hat und auch da ganz gut aussah, gegen Ende wurde es dann doch einigermaßen knapp. Also Boach hat ihn ja auch niedergeschlagen, kurz bevor die Runde geendet hat. Und auch in der zweiten Runde sah es anfangs nicht schlecht aus. Also normalerweise ist Tim Boach ja für die Comebacks bekannt, diesmal war es halt mal andersrum.
Hat mich für Leitis gefreut. Boach sah deutlich besser aus, als ich wirklich mir gedacht hätte, weil ich war der Meinung, dass er wenig Chancen hat. Aber gut, wenn der Gameplan des Gegners einem mit reinspielt, dann sieht jeder gut aus. War ein ordentlicher Kampf, halt ein Brawl, Kampf des Abends auf keinen Fall. Also dass Leitis und Boach den Bonus bekommen haben, verstehe ich nicht, aber gut, es sei ihnen gegönnt. Aber ich glaube, das ist jetzt, also für Leitis, ich weiß nicht, wie weit es hoch noch gehen kann im Mittelgewicht. Wenn er wirklich so einen Gameplan fährt, der den Stärken seines Gegenübers zugutekommt, dann glaube ich, wird es recht schnell unsanft für ihn enden. Aber momentan hat er ja einen guten Lauf und mit ihm kann man ja auch ein paar Matchups noch machen im Mittelgewicht. Also gibt es ja einige Gegner, die er noch nicht gekämpft hat. Jetzt hat er seit seiner Rückkehr 5 Siege in Folge, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja, also ich weiß auch noch nicht so wirklich, was ich von Talis Laettes zu halten habe, aber man kann auf jeden Fall sagen, der neue Talis Laettes gefällt mir schon mal deutlich besser als der alte. Von dem her will ich mich nicht allzu sehr beklagen. Ich habe jetzt ja im Vorfeld auch einiges an Kritik geübt, aber nachdem er jetzt in letzter Zeit dann doch wirklich ordentlich ausgesehen hat und hier im Endeffekt dann doch ein Finish geholt hat, denke ich mal, werde ich in seinen nächsten Kampf mit ein bisschen weniger Kritik reingehen. Mal schauen, was er zu bieten hat. Wir haben jetzt ja in den letzten Jahren auch dann doch das ein oder andere Mal gesehen, wie sich ein Kämpfer neu entdecken kann, weiterentwickeln kann. Und vielleicht ist Talis Laettes ja tatsächlich jetzt auf einem neuen Kurs und ist einfach ein neuer Kämpfer. Und von dem her werde ich da mal ein bisschen freier reingehen und schauen, was Laettes noch so zu bieten hat. Denn genau wie im nächsten Kampf haben wir da zum Beispiel El Ayakinta, der einfach für mich jemand war, von dem ich nicht allzu viel erwartet habe, aber der mittlerweile einfach sehr, sehr viel erreicht hat, denn hat in seinem Kampf gegen Joe Lauzan hier einen TKO-Sieg in Runde 2 einfahren können. Ich bin, glaube ich, im Vorfeld mit Joe Lauzan gegangen, habe gedacht, dass er hier einen Submission-Sieg gegen Ayakinta holen kann, aber ja. Ayakinta ist einfach zu stark, zu versiert mittlerweile, ist wirklich, sieht aus wie ein Veteran, obwohl er wirklich noch nicht so lange mit dabei ist. Und muss ich schon sagen, bin ich doch echt beeindruckt, weiß aber noch nicht genau, was Ayakinta noch zu bieten hat, wo es für ihn hingehen kann. Du hast ja, glaube ich, im Vorfeld Ayakinta getippt gehabt. Was denkst du denn, wie weit wird Ayakinta überhaupt noch gehen können? Das wird man in seinem nächsten Kampf schon recht deutlich sehen. Also die Nachricht kam heute Nacht, der hat schon einen Gegner wieder für April, und zwar Jorge Masvidal. Das ist ein richtig gutes Matchup, weil Masvidal jemand ist, der im Stand wirklich gut austeilen kann. Jetzt in diesem Kampf gegen Joe Lauzon war ich eigentlich überrascht, dass Ayakinta in der ersten Runde so viele harte Treffer genommen hat im Stand. Also das hätte ich nämlich Joe Lauzon nicht zugetraut, dass er wirklich da auch so gut mithalten kann. Ayakinta hat sich zugekämpft, hat dann wirklich auch Treffer um Treffer gelandet, und in der zweiten Runde hat er dann wirklich ein bisschen Joe Lauzon, also nicht nur ein bisschen, sondern Joe Lauzon wirklich aufs Eis geschickt, also wie der da durch den Käfig geschlittert ist und sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Das war schon stark von Ayakinta, ihn da erst so weit zu bekommen, dass Joe Lauzon im Stand vom Ringlicht rausgenommen werden muss, weil er nicht mehr konnte. Hut ab vor der Leistung. Hätte für mich auf jeden Fall einen Bonus verdient gehabt, egal ob jetzt Performance oder Kampf des Abends. Es war eine gute Begegnung der beiden. Hab mich auch für Ayakinta gefreut. Ich finde den eigentlich ganz sympathisch. Und so angepisst, wie er auf der Post-Fight-Pressekonferenz war, das mag ich eigentlich noch viel lieber, wenn er da schon sagt, ja bla bla, was muss man eigentlich hier tun, um einen Bonus zu bekommen? Wir werden demnächst nach Mexiko gehen, ich werde Spanisch lernen, die Frauen werden mich lieben und dann sehen wir weiter. Ja. Also fand ich wirklich sehr unterhaltsam von ihm. Der Kampf war auch super. Ja, ich weiß nicht, ob ich's im Vorfeld im Podcast gesagt habe oder einfach nur für mich gedacht habe, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam von Joe Lauzon in den Top 15, Top 20 der Gewichtsklasse ein bisschen verabschieden. Ich fand auch, dass er den Kampf gegen Marc Chiesa, den er hatte zwar gewonnen, aber da hatte ich ihn eigentlich auch nicht vorne gesehen im Vorfeld. Lauzon ist ein harter Typ, ein Veteran wirklich, der jetzt auch schon jahrelang in der UFC dabei ist, aber irgendwann zehrt das natürlich auch am Körper, die ganzen Kämpfe, die er jetzt schon in den Knochen hat. Diese Boni für die vielen Kämpfe des Abends, die kriegt er nicht umsonst, und zwar nicht deswegen, weil er nach 20 Sekunden schon seinen Gegner zur Aufgabe bringt, sondern weil er meistens 15 Minuten lang wirklich hin und her geht mit seinen Gegnern und auch genügend einstecken muss. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, was man mit ihm macht. Ich hoffe, dass er noch ein paar gute Matches bekommt, die er auch gewinnen kann, weil es mich für ihn sehr freuen würde.
Aber ja, ich denke mal, die Zeit, in der Joe Lauzon wirklich in jedem Kampf auch immer drin ist und immer und nicht auszurechnen ist, weil er immer gewinnen kann, ich glaube, davon müssen wir uns jetzt langsam aber sicher verabschieden. Ja, also ich muss sagen, die Transformation zum vom Contender zum Gatekeeper ist bei Joe Lauzon doch mittlerweile mehr oder weniger abgeschlossen, da hast du vollkommen recht. Aber ich denke auch, wie wir es vorhin auch schon bei Silva und Diaz gesagt haben, Lauzon ist immer noch ein sehr, sehr fähiger Kämpfer, sehr unterhaltsam, ein klasse Typ. Da denke ich mal, muss man jetzt auch schauen, wie man da die Matchups macht und dass man nicht danach schaut, wie man hier ja, möglichst schnell zum Titelkampf kommt, sondern dass man halt auch schaut, welche Kämpfe Sinn machen. Und ich denke, da ist für Lauzon auf jeden Fall noch einiges zu bieten im Leichtgewicht. Von dem her, ich denke, Lauzon werden wir auf jeden Fall noch sehen können. Und der ist ja auch wirklich ein sehr intelligenter Typ. Der, denke ich mal, wird auch nicht zu lange im Geschäft bleiben. Und wenn der merkt, dass es für ihn einfach keinen Sinn mehr macht, da erwarte ich mir von Joe Lauzon einfach, dass er da auch intelligent und ehrlich genug ist und dann seine Situation analysieren und einschätzen zu können. Von dem her denke ich mal, müssen wir uns um Lauzon nicht allzu viele Sorgen machen. Joe Lauzon gegen Diego Sanchez im ultimativen Just Beat Kampf. Ich bin dabei. Ja, aber lassen wir die Leichtgewichte mal ruhen und gehen zum Co-Hauptkampf des Abends. Wir hatten es ja vorhin bereits angesprochen gehabt, Tyron Woodley gegen Calvin Gastelum. Er ist jetzt dann für mich zumindest doch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Woodley sah zwar ganz gut aus, war aber doch ein bisschen zu verhalten und in der einen oder anderen Situation hätte er definitiv nachsetzen können, hat es dann aber doch vermieden. Ich fand es ein bisschen schade, aber Woodley hat auf jeden Fall verdient gewonnen und ja, wie gesagt, Calvin Gastelum wird jetzt dann ins Mittelgewicht hochgeschickt. Ja, also das war genau der Tyron Woodley, den man eigentlich nicht sehen wollte, und zwar jemand, der sehr zurückhaltend ist, der sich aufs Kontern verlegt und einfach nicht diese Aggression an den Tag legt, die man sich von ihm versprochen hatte, vor allem nach den ganzen Ansagen, die er direkt nach dem Wiegen gemacht hat, wie angepisst er ist darüber, dass Gastelum das Gewicht verpasst hat. Also da hatte ich mir deutlich mehr vorgestellt. Und ja, ich fand's schon enttäuschend, seine Leistung. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er ein Ausrufezeichen setzt, dass man gegen ihn nicht einfach so mal sowas Unprofessionelles abziehen kann, sondern dass er sowas dann eben bestraft. Und man muss auch sagen, das ist ein glücklicher Sieg für Woodley war, weil es hätte nämlich genauso gut andersrum ausgehen können. Gastelum hat ordentlich gekämpft, ist auch immer wieder nach vorne gegangen und Woodley hat immer nur wieder eigentlich diese rechte Gerade gebracht und mit der so ein bisschen seinen Kampf gestaltet. Aber ich denke mal, wenn das Punkturteil anders ausgefallen wäre, hätte er sich auch nicht so groß beschweren können, weil der Kampf war sehr knapp und eigentlich an der Spitze dann sowas zu bringen, wenn man eigentlich einen Titelkampf irgendwann haben will, ich glaube nicht, dass es jetzt seine Aktien wirklich groß gesteigert hat. Ja, also im Nachgang hat er zwar gemeint, dass das eigentlich auch sein Plan war, er wollte hier nicht in den ersten 10 Sekunden Finish haben, sondern wollte hier über die Zeit gehen und etc., aber ich muss dir da auch recht geben, ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht die beste, intelligenteste Taktik, wenn man so langsam einen Titelkampf haben möchte, aber Woodley ist halt sein eigener Herr. Inwieweit der Kampf jetzt genau so gelaufen ist, wie er sich es wünscht, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber da hast du auf jeden Fall recht, Woodley hätte auf jeden Fall mehr machen können und eigentlich auch sollen. Vor allem in dem Kampf, wo es halt wirklich auch wichtig ist, denn er möchte ja wieder zurück in Richtung Titel. Aber ja, der Sieg ist jetzt nun seiner. Was er damit macht, wissen wir noch nicht so richtig. Er ist auf jeden Fall auch nicht auf den Mund gefallen. Er hat auch einen ganz guten Draht zu Dana. Ob das jetzt tatsächlich der Sieg ist, dem allzu viel bringt, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wie wir schon so oft sagen, wir müssen erstmal abwarten, wofür sich die UFC entscheidet, denn die Landschaft im Weltgewicht sieht jetzt nach dem Kampf auf jeden Fall deutlich anders aus und wie die UFC das dann arrangieren wird, das bleibt nur noch abzuwarten. Ja, also ich meine, dass er den Kampf überhaupt angenommen hat nach diesem Debakel da auf der Waage, das ist ihm ja schon hoch anzurechnen. Ich denke mal auch, dass die UFC da hinter den Kulissen nochmal ganz ordentlich da die Scheine ausgepackt hat, damit sie nicht den Co-Hauptkampf am Vorabend des Pay-Per-Views verliert. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich erwarte mir da von jemandem, der
der eigentlich gar nicht mal so schlecht verdient in der UFC, doch ein bisschen mehr. Und es war halt die Frage im Vorfeld, was für einen Woodley sehen wir, und wir haben halt leider wieder mal den schlechten Woodley gesehen. Also wie gesagt, ich glaube, dieser Sieg bringt ihm jetzt nicht so viel weiter, und das Problem, was er hat momentan, ist, dass das Weltergewicht ziemlich ausgebucht ist, bis einschließlich UFC 186 mit Lombard gegen McDonald. Also da gibt's eigentlich in den Sphären, in denen er momentan ist, keine Gegner für ihn, es sei denn, er bekommt einen Nullkampf gegen Carlos Condit, wenn der mal wieder fit zurückkommt, wir wissen es ja alle nicht. Aber ansonsten sind aus den Top Ten zwei Gegner nicht gebucht momentan. Das ist Robbie Lawler als Champion, also das wird nicht passieren. Und der andere ist Tarik Zafedin, der gerade erst wieder einen Kampf absagen musste, verletzungsbedingt. Alle anderen Kämpfer haben einen Gegner oder haben schon mal gegen Woodley gekämpft. Vielleicht gibt man ihm Rick Story übergangsweise, das wäre sowas vielleicht, weil Story ja momentan auch eine kleine Siegesserie hat. Wäre eine Möglichkeit, ansonsten sehe ich momentan halt einfach recht wenig, was man mit ihm anstellen kann. Das zu Woodley. Und bei Gastelum, der jetzt, wie du schon gesagt hast, eine Gewichtsklasse hochgeschickt wird, das wird für ihn übel enden, wenn er es nicht schafft, da irgendwie hinter den Kulissen ein bisschen die Fans so zu ziehen, dass er wieder ins Weltergewicht runterkommen darf. Ja. Weil er ziemlich klein ist für die Gewichtsklasse, also fürs Mittelgewicht. Stell dir mal Gastelum vor gegen jemanden wie Anderson Silva. Wie sieht das? Der hat keine Chance darin. Und im Weltergewicht hat er das Potenzial dazu, wirklich für Furore zu sorgen, wirklich auch um Titel mitzukämpfen. Im Mittelgewicht sehe ich das einfach nicht aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen. Ich habe es gestern auf Twitter gelesen, ein Vorschlag von einem Nutzer war da, er soll einfach sich irgendeinen Gegner suchen im Mittelgewicht, der machbar ist für ihn, leicht machbar, und sich dann mit 171 Pfund einwiegen am Vorabend. Mhm. Um zu zeigen, dass er das Gewicht schaffen kann, dass er halt mit einem großen Nachteil da reingeht und dann trotzdem dominiert, und dann kriegt er vielleicht wieder die Erlaubnis, runterzukommen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Würde er wahrscheinlich nicht tun, weil das Risiko zu groß ist, dass er doch verliert und nach so einer, bei sowas dann halt mit zwei Niederlagen dazustehen und dann auch noch diese ganzen Spielchen mit der Waage zu machen. Ich glaube, das erlauben sich nur die wenigsten, aber... Es kommt halt echt auf den Gegner an. Ja. Es ist halt einfach so, Gastelum ist ein sehr massiges Weltergewicht, nicht sehr groß, aber halt wirklich sehr kompakt, und eigentlich müsste er es auch irgendwie schaffen können, da ein bisschen Muskelmasse abzubauen. Ich glaube, das würde ihm gar nicht mal so, wäre gar nicht mal so schlecht für ihn. Ich denke mal, dann würde er noch mehr an Geschwindigkeit hinzugewinnen, weil den Tank hat er schon für die 15 Minuten, um das zu schaffen. Ja, er braucht halt einfach mal einen, der ihm da so die richtige Diät eintrichtert. Und ich meine damit jetzt nicht Mike Dolce, weil es hat schon mal nicht funktioniert mit ihm. Ja, also ich gebe dir da auch vollkommen recht. Für Calvin Gastelum eine Gewichtsklasse hochzugehen, ist deutlich gravierender als für John Lineker. Der scheint sich da nicht allzu große Sorgen zu machen. Hat gemeint, ja, der wird im Bantamgewicht dann erstmal aufräumen. Das heißt also, den scheint es nicht allzu sehr zu kümmern. Aber ich glaube, für Calvin Gastelum ist es wirklich eine sehr, sehr schwierige und schwere Situation, den ich persönlich sehe, auch wirklich im Weltergewicht. Und im Weltergewicht einfach auch, sieht er auch sehr, sehr gut aus, und ich habe das Gefühl, da gehört er einfach hin. Und wie du schon gesagt hast, im Mittelgewicht wird es einfach wahnsinnig schwer. Da sehen einfach die Körperdimensionen ganz anders aus, und da ist er, denke ich mal, zu oft einfach im Nachteil. Und ich habe es mir auch gedacht, ja, vielleicht wird er dann dort ein paar Kämpfe verbringen und dann vielleicht doch irgendwie schaffen, sich in die Herzen von Dana White zurückzukämpfen und es dann nochmal die Chance zu bekommen, ins Weltgewicht runter zu gehen. Denn ich denke, auf lange Sicht gesehen ist es für Calvin Gastelum wahrscheinlich nicht das Beste, im Mittelgewicht zu sein. Wie jetzt dann tatsächlich im Mittelgewicht auftreten wird, das ist natürlich noch was, worauf wir warten müssen, und vielleicht sieht er dann ganz gut aus, aber dennoch, ich würde echt sagen, Weltergewicht ist seine Gewichtsklasse, und das war auf jeden Fall für ihn ein schwerer Verlust an dem Abend, nicht nur den Kampf verloren, sondern auch die Gewichtsklasse. Kein guter Abend für Gastelum. Ja, der Unterschied zwischen den beiden ist ja eigentlich auch, dass John Lineker, bevor er in die UFC kam, noch nie im Fliegengewicht angetreten ist. Also der ist immer schon ein natürliches Bantamgewicht gewesen, hat halt dann probiert für die UFC und probiert es halt immer wieder, und jetzt hat Dana White ihm einen Riegel vorgeschoben, das ist auch richtig so. Es gibt für ihn im Bantamgewicht eigentlich genügend Matchups, die Sinn ergeben, und es gibt auch ein paar tolle Kämpfe, die man mit ihm machen kann. Das ist jetzt auch nicht so, dass im Bantamgewicht die Anzahl der Herausforderungen auf den Titel unermesslich hoch ist. Eigentlich außer
Faber, Assunção, Barão und Cruz, der verletzt ist, gibt es momentan ja niemanden, der wirklich Ansprüche auf einen Titelkampf anmelden könnte. Von daher, wenn man ihn da jetzt hochschickt und er kriegt einen Kampf mit einem wie, keine Ahnung, Francisco Rivera zum Beispiel, das wäre, glaube ich, wirklich eine ordentliche Schlacht da im Käfig oder einem Eddie Wineland, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also da gibt es auf jeden Fall genügend Gegner für ihn, und ob er sich da bis zum Titelkampf hocharbeiten kann, das weiß ich nicht. Ich bezweifle es auch so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber wenigstens hat er da keine Gewichtsprobleme, kann sich da auf den Kampf konzentrieren und hat da nicht mehr den ganzen Ärger am Hals, weil das kostet ihn auch immer wieder ein bisschen Kohle. Und so ist es ja nicht. Er hat jetzt schon wieder Geld abdrücken müssen, eben für McCall. 30% waren es diesmal. Er kann froh sein, dass er gewonnen hat, sonst wäre er da wirklich mit einer ganz schlechten Bilanz daraus gegangen. Ja. Und bei Gastelum sieht es halt anders aus. Also ich glaube, bei TAF treten ja die meisten Kämpfer überhalb ihrer natürlichen Gewichtsklasse an, weil sie nicht so abkochen können in diesem Haus, wie sie es normalerweise machen könnten im normalen Trainingscamp. Er ist ja zwar im Mittelgewicht angetreten, hat ja auch da gute Leistung gezeigt, hat auch Uriah Hall geschlagen, aber es ist einfach nicht seine natürliche Gewichtsklasse. Von daher, Gastelum muss da ein bisschen arbeiten, muss da ein bisschen die Fäden spinnen hinter den Kulissen, ein bisschen Dana Honig ums Maul schmieren, und dann darf er vielleicht nach dem nächsten Kampf es nochmal probieren. Aber er sollte auf jeden Fall tunlichst schauen, dass er runter ins Weltergewicht kommt, weil im Mittelgewicht wird er auf lange Sicht keine Chance haben. Ja, sehe ich genauso. Ja, Leute, das war UFC 183. Wir hoffen, ihr wart gut unterhalten. GNP Radio meldet sich schon bald wieder zurück, und wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Sendung wieder reinhört. Das war's von Alex und mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Down and down, down and down.